Grilitsch, stark gespielt und auch wieder getroffen. So, liebe Zuschauer, und jetzt die Szene für Ihren Videorekorder. Achtung, Klant mit dem Versuch der Befreiung. Dann kommt Tiffert und jetzt aufgepasst. Kein Tor. Und vielleicht hören Sie es, ein Pfiff und alle Arme gehen hoch und der Schiedsrichter zeigt zur Mitte und oben der Assistent ist schon gar nicht mehr an der Linie. Schon mit der Fahne zur Mittellinie gelaufen und jetzt achten Sie mal auf die Gesichter. Der Husterer, der glaubt's nicht und der Glätzern völlig perplex. Und Tiffer, der Torschütze, was war das denn? Was war das denn? Die lachen sich eins. Und nochmal, was war das denn? Das gibt's doch gar nicht. Das soll ein Tor gewesen sein? Kopfschütteln. Bei allen, hier im Stadion, bei allen, keiner glaubt's. Bitteschön, die Fehlentscheidung des Jahrzehnts. Das ist unglaublich, dass dafür Marco Fritz ein Tor zeigt. Das muss auch er sehen und nicht nur der Assistent. Und der Mann an der Linie, das ist Thomas Münch vom SV Hausen in Südbaden. Der muss doch eigentlich gute Augen haben. Der gibt als Hobby Lesen an. Aber hier waren es keine Tomaten, sondern ein ganzer Lastwagen mit Melonen, die er vor den Club schon hatte. Unfassbar! Da oben an der Linie Münch, da haben wir ihn eingeblendet. Das ist die Latte und das ist die Entfernung. Wir haben es ausgerechnet. 1 Meter vor der Linie. Dieses Tor ist auf Augenhöhe mit dem Phantomtor damals von Thomas Helmer. Das wird weltweit für Lachanfälle sorgen, so wie hier bei Šašić. Der lacht sich scheckig. Und wenn die Sportschau-Kollegen Humor haben, dann nehmen sie dieses Ding hier mal in die Auswahl zum Tor des Monats. Das Ding gewinnt garantiert.